So, hallo alle miteinander. Willkommen zu einem ganz neuen Let's Play. Von mir alleine, also von mir, dem Tim, beziehungsweise Donny. Und zwar hatte ich vor kurzem Geburtstag und habe da vom Christian, der euch allen auch bekannt sein sollte, besser als Chrisser87, das Spiel Die Reeperbahn-Simulation, Die Erben von St. Pauli, geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung, es ist glaube ich schon relativ alt. Ich guck mal kurz auf die Verpackung drauf, ob ich das auf einen Blick sehe. Habe ich gerade, fällt mir auf jeden Fall gerade nicht ins Auge. Es ist halt, geht um die Reeperbahn. Es geht darum, dass man verschiedene Aufträge erledigen muss, dass man eine eigene Peepshow hat. Ich denke mal, wir gehen einfach mal direkt rein in das Spiel, bevor ich jetzt schon zu viel sage. Ich habe es mal kurz gerade reingucken, um ein bisschen Ahnung davon zu haben. Wir beginnen das neue Spiel. Hier schon sieht man ganz interessant, ich kann mit der Tastatur nichts eingeben. Ich muss hier über diesen schönen Kreis alles eingeben. Oh, Donny, ein richtig schöner Reeperbahn-Name. Und Go. Und wir haben diese Ansicht. Man sieht da oben, 50.000 D-Mark haben wir zur Verfügung. Der Tag läuft, es ist Montag, der 3. Januar 1980, 17 Uhr. Um den Dreh gleich 18 Uhr. Wir können hier auf der Davidstraße überall reingehen. Zum Beispiel zur Pizzeria. Tür. Das angucken. Schutzgeldmenü gibt es hier an der Seite. Das hatte ich noch nicht gesehen. Können wir Schutzgeld eintragen? Das brauchen wir nicht. Wir gehen zu unserer Peepshow. Denn darum geht es in dieser Simulation. Wir sollen unsere Peepshow hier vorbereiten. Und haben hier erstmal so einen schäbigen Schuppen vor uns, den wir jetzt ausbauen müssen. Ja, ich fange damit mal an. Was man hier so machen kann, Büroeinrichtung einkaufen, Personalbereich ausstatten. Hier in der Mitte haben wir unsere Bühne, man sieht schon, ausbauen können wir das noch. Die verschiedenen Kabinen, die sehen auch alle sehr schäbig aus. Der Eingangsbereich sieht auch schäbig aus und ich glaube, da fangen wir auch als erstes an. Eingangsbereich, kann man den hier irgendwo ausbauen. Kubera-Menü. Gehalt erhöhen. Boah. Reicht erstmal 100 D-Mark für den Mann. Ausbaumenü. Das klingt doch gut. Eingangsbereich ausbauen auf Stufe 2. Das kostet mich 2500 D-Mark. Ich denke, das ist auch direkt mal gemacht. So. Auftrag ausführen. Und das macht die Frau jetzt scheinbar. Ob sie was drunter trägt, man weiß es nicht. Gut, wieder zu unserer Peepshow. Eingangsbereich wird ausgebaut. Das sind ja scheinbar Kunden, ne? Oh, Automat können wir hier kaufen. Dann machen wir direkt mal einen Automat dahin. Soll der Automat gebaut werden? Natürlich. Haben wir einen schönen Automat, einen Eisautomat, wenn ich das richtig sehe. Ich stehe noch auf Automat. Machen wir hier noch einen Automat hin. Einen Automat kaufen wir noch ins. Zwei Automaten sind immer gut. Das haben wir hier. Ich weiß nicht was. Hier unten können wir auch was bauen. Tresen. Ich finde, eine gute Peepshow sollte Tresen haben. Sollen der Tresen für 5000 D-Mark eingekauft werden? Ja. Gut. So. Ich bin die ganze Zeit vom Supreme Commander gewohnt, dass man rauszoomen kann. Das kann man hier nicht machen. Wo kann man das hier oben? Immobilien auf dem Kiez 7 von 100 haben wir. Spielziele. Es geht scheinbar jetzt gerade in der ersten Runde rum, dass wir hier dieses Spielziel erreichen. Das kann ich mal kurz machen. Spielziel Peepshow-Bewertung. Mache deine Peepshow zu einem Top-Event. Erreiche eine Bewertung von mindestens 90 von 100. Spielziel ist aktuell natürlich nicht erreicht. Übersicht verlassen. So, wir machen mal hier weiter. Also hier oben Büroeinrichtung kaufen. Kostet mich 1000 D-Mark. Soll Büroeinrichtung einkauft werden? Na klar. So, was können wir da bauen? Personalbereich, da brauchen wir ja auch, wenn wir Mädels haben wollen, die schön tanzen für uns. Personalbereich für 800 D-Mark kaufen, gut. Hier können wir Duschen einkaufen. Wie teuer kostet mich das? 1200, ja, Duschen sollen wir auch haben, auf jeden Fall. 1200 D-Mark duschen, damit das Ganze schön und ordentlich aussieht. Wir gehen mal kurz in den Personalbereich, ich habe nämlich noch nicht so die Ahnung, was wir da machen können. Hier in der Seite sehen wir Models, die ich aber alle nicht anklicken kann. Scheinbar. Ich kann hier eine Liste scheinbar erstellen. Heute ist Dienstag. Aber wirklich was anklicken kann ich hier nicht. Oder irgendwie rüberschieben.
Vielleicht muss ich noch irgendwas bauen dafür. Wir gehen zu Pichu. Ja, die Bühne sollte man bauen, ne? Soundanlage, Bühne, ja. Bühne kaufen für 5000 Euro, ja. Bühne ausbauen. Machen wir erstmal hier die Lichter wenig. Soundanlage kaufen für 2000 D-Mark, ja. Lightshow ausbauen natürlich für 2500 D-Mark. Wir machen hier, legen ja alles erstmal. Legen wir auf die Piepshow, die muss funktionieren. Die Kabinen sehen echt schäbig aus, also da sollten wir noch was machen. Kann ich jetzt, habe ich jetzt die Möglichkeit, irgendwelche Frauen zu kaufen? Immer noch nicht, scheinbar. Okay, Bühne, noch muss ich noch weiter ausbauen. Soll die Bühne für 5000? Ja, bauen wir sie noch einmal aus, aber dann reicht es auch schon so langsam. Irgendwas fehlt scheinbar noch, damit wir diese Frauen hier kriegen können. Ja, interessant. Vielleicht muss der Eingangsbereich erstmal. Ist der Eingangsbereich fertig schon eigentlich direkt? Wird der direkt schon ausgebaut? Ausbau läuft. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Wir basteln einfach mal weiter rum. 21.000. Also investieren. Wir kümmern uns jetzt mal um diese Kabinen. Desolat ist der Zustand. Renovierung kostet 250 Euro. Machen wir. Schmutzig. Weitere 250 Euro. Gepflegt. Lassen wir sie mal auf gepflegt. Kann ich hier mich durch die Kabinen kippen? Ja, klicken, nicht kippen. Jo, dann mache ich mal alle Kabinen auf gepflegt erstmal. Wie viele Kabinen haben wir denn? Scheinbar einige. Ja, das war's. 7 Stück, alle aufgepflegt. 6 Kunden hatten wir hier schon bei dem Automaten, sehe ich gerade. Da oben schon einen. Ja, Automaten, das sind unsere Quelle. Oh, Videokabinen können wir hier oben bauen. Also da bauen wir auf jeden Fall mal eine, setzen wir mal dahin. Videokabine, ja. Kann ich auch draufklicken? Kann ich, cool. Rent a Movie. Oder Rent Movie. 1 Euro kostet das Ganze. Zustand schmutzig. Super, die müssen wir auch renovieren. Machen wir auf gepflegt. Kann ich hier einfach den Film dann anklicken? Ja, Politessenreport 3. Klar. Putzfrauenreport. Tun wir auch mal dazu. Ah, 5 Stück haben wir hier oben. Tennislehrer, Sport, klar. Airline 69. Inside Chassis, ja, die haben wir doch direkt mal gekauft. Kunden heute gibt es schon sogar einen. Sehr cool. Also das ist scheinbar eine Sache, die funktioniert. Lassen wir mal erstmal auf 1 Euro. Ich bin ja erstmal vorsichtig. Also 5 Programme können wir hier scheinbar auswählen. Gut, zurück zur Piepshow. Zustand gepflegt, das ist ja erstmal gut. Ein Kunde gehabt, 1 Euro, das sollten wir anziehen demnächst mal. So, mich wundert es, warum ich hier keine Piepshows bisher. Schutzgelder. Das muss ich unbedingt noch mir mal angucken. Was ist das genau? Tagesgagen der Models. Null, ja, ich habe ja auch keine Models. Weil ich sie irgendwie scheinbar noch nicht auswählen kann. Ich klicke mir hier die Finger wund. Es gibt irgendeinen Grund, warum ich die Models noch nicht auswählen kann. Sechs Kunden schon. Sehr glückliche Kunden. Wie sieht es denn mit dem Eingangsbereich aus? Wird immer noch ausgebaut. Okay. Ich habe ja noch irgendwie so die Vermutung, dass das mit unseren Mädels was damit zu tun hat. Tresen, 21 Euro. Hier haben wir schon 6 Euro, 5 Euro. Kann ich auf den draufklicken? Nein, kann ich nicht. Jetzt habe ich also eine Top-Bühne. Und kann praktisch hier nichts gerade machen. Nee, nicht ausbauen. Das ist komisch. Also es gibt ja scheinbar noch irgendeinen Trick, wie ich die Mädels dann dazu mir holen kann. Vielleicht ist es echt der Eingangsbereich, der einfach ausprobieren müsste. VIP-Loge für 20 Jahre. Für 20.000 Euro kaufe ich eine VIP-Loge. Aber jetzt nicht. Wenn ich das Geld habe und wenn sich das alles lohnt. Ja, ist schon mal interessant.
Da, die Sachen laufen gut, die Einnahmen an den Tresen laufen gut. Ich glaube, es liegt vieles jetzt am Eingangsbereich, der einfach funktionieren sollte. Da steht jetzt auch nicht angegeben, wie lange die Frau noch braucht hat mit dem Ausbau. Wir warten einfach mal ab. Oh, jetzt bin ich auf die Davidstraße gegangen. Gucken, vielleicht kann ich hier mal irgendwo rumlaufen. Zum Gloria-Palast. Eingang. Die Kinocharts. Politessen-Report. Passion, Putzfrauen Report 1, Tennisserie 8, da kann ich dann gucken, woran ich mich gut orientieren kann. Okay. Interessant. Ob ich Feuer habe, was für eine miese Anmache? Natürlich habe ich Feuer. Willst du mal meinen Ofen sehen? Hast du ein bisschen Geld dabei? Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Frauen ansprechen, ich habe doch selber meine Piepshow. Gut, gehen wir zurück zu unserer Piepshow. Da sagte sie gerade, dass ein Piepshow-Besuch kann hungrig machen. Verdiene Appetit mit deinen Kunden, indem du ihren Snack- und Getränkautomaten zur Verfügung stellst. Ja, mache ich ja hier. Habe ich ja schön. 10 Euro und 14 Euro sind wir schon. Da tummeln sich auch immer mehr und mehr Leute rum. Okay. Ich gucke jetzt noch einmal, ob ich die Möglichkeit habe, irgendwelche Frauen einzustellen. Wenn nicht, finde ich das dann bis zur nächsten Folge raus, weil ich denke mal, für den ersten Start reicht es auch. Ich halte es lieber gerne so bei 10, maximal 15 Minuten. Ja, ich kann sie immer noch nicht einstellen. Ich kann hier auch draufklicken, wie wild ich auch will. Ich kriege da keine Frau rübergezogen. Das finde ich noch heraus bis zur nächsten Folge. Was passiert, wenn ich auf die Du... Oh! Auf die Duschen kann man also klicken. Sehr, sehr schön. Da kommt also, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee, da sieht man nur seine eigene kleine private Piepshow. Gut, klicke ich mal hier zurück. Okay. Ich denke mal, für die erste Folge reicht es. Ich weiß, das muss man hier beim Büro Spielstand speichern. Für die erste Folge hier von Let's Play die Reeperbahn-Simulation, die Erben von St. Pauli, reicht das erstmal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und ich finde, es macht schon Spaß. Also es ist irgendwie ein witziges Game. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Ach, ich speichere noch schnell. Spielstand speichern, jawohl. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.